Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist eine fliegende Lady Gaga. Die Sängerin hat ihrer Musik buchstäblich zu einem neuen Höhenflug verholfen bei der Release-Party von ihrem neuesten Album Art Pop. Sie stellte Volantis vor. Und die 27-Jährige war die Erste, die in dem weltweit ersten fliegenden Kleid einen Testflug unternahm. Die Pop-Diva sicherte sich mit einem Helm, bevor sie mit dem weißen batteriebetriebenen Vehikel abhob. Die Techniker von House of Gaga haben 2 Jahre lang an dieser Erfindung gearbeitet und der Star war begeistert darüber, dass die Jungfernfahrt ohne Schwierigkeiten ablief. Gagas durchsichtiger Anzug war natürlich nicht das einzige außergewöhnliche Outfit bei der Veröffentlichung. Die New Yorkerin trug auch einen metallischen Mantel und Taucherbrillen. Später verwandelte sie sich in eine lebende Skulptur in diesem schwarzen Kleid, bevor sie in diesem weißen aufblasbaren Outfit auf die Bühne kam. Art Pop ist ganz schön abgehoben.